Ja, das fängt doch schon ganz gut an hier an der Achthuber, an der schrottigen Karre. Mal gucken, was da noch geht. Too cool for you, Alden, hat er mich angewispert und meinte, guck mal, hier Wildkarpfen und Aralbarben. Und die suche ich jetzt. Schön auf Aralbarbe wäre natürlich der Oberhammer, wenn die mal wieder reinballern. Aber auch die Wildis, die gehen ganz gut gerade rein. Und ja, wir gucken mal, was noch lübt. Ein paar Sachen habe ich schon, ein paar Brocken habe ich schon im Kescher. Und die waren bisher ohne Futtermische. Also es ging jetzt gerade, hoppala, ohne Futtermische. Man soll doch den Bügel zumachen. Es ging gerade schon ohne Futtermische ganz gut ab. Na, schau mal einer, guck. Da hat auch einer noch ein bisschen Bock. Sehr gut. Ja, so soll das sein. Ich bin aber erstmal gespannt, was hier geht. Er hat ein Bild auch von seinem Kescher gezeigt. Er hatte Wildkarpfen hier und er hatte Aralbarben hier. Und die nehme ich doch gerne alle mit. Ich glaube, die Aralbarbe war bis zu 11 Kilo. Was ja schon mal sehr gut ist. Fangen wir natürlich gerne mit die Aralbarbe, wenn sie mal reinrasselt. Ist ja schon recht selten. Ja, und wenn wir hier die Chance haben, dann Attacke Vollgas. Das ist aber wahrscheinlich eher ein Wildi, oder? Wenn er so reingeht. So, langsam hier wieder ranziehen. Ja, eine ganz alte, klassische Stelle hier an der Achthuber, an der schrottigen Karre. Wer schon einige Monate oder Jahre auf dem Buckel hat an der Achthuber oder im Game, kennt den Spot sicherlich. Ganz klassisch, immer mal wieder für Wildkarpfen hier die Stelle, für Marmorkarpfen. Ja, vor Jahren war auch hier mal immer mal wieder eine Aalandstelle, wo man hier in großen Mengen Aalande rausziehen konnte. Das ist ja leider nicht mehr so richtig der Fall. Ja, und jetzt hier gerade, ich glaube ja, das ist ein Wildkarpfen. Er zieht einfach nochmal ab. Dreht sich um und zieht einfach nochmal ab, der Lümmel. Ja, krass. Dann lassen wir ihn ziehen. Dann lassen wir ihn ziehen. Hat er Bock? Vielleicht hat er was vergessen. Vielleicht hat er was vergessen und denkt sich, Moment! So. Andererseits können wir auch so langsam mal die Bremse ein bisschen anziehen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich bin hier immer noch mit 31 Kilo. Also ich bin nicht ganz schwer hier drin, aber doch schon relativ schwer hier gerade unterwegs. Gerade wegen der Wildkarpfen dann doch nicht fein auf 17 beziehungsweise so 27 Kilo habe ich auch schon mal gemacht, so um den Dreh. Ja, also trotz allem halb jetzt über 30 Kilo vom Setup, weil die Wildkarpfen, ja, die Wildkarpfen können halt übelst reinballern, ne? Und man fängt die halt auch schon mal in groß. Also es läuft hier tatsächlich sehr gut. Fängt, wie gesagt, auch schon richtig gut an. Und dass jetzt hier auch noch so ein großer Brocken reingeht, ist natürlich auch richtig schön. Ich gehe gleich nochmal ins Detail natürlich mit den Setups, wie das Setup zusammengebaut ist, wie die Futtermische zusammengebaut ist, gerade eben erst gemacht. Und es sind jetzt vier Futtermischen quasi erst im Wasser. Also noch gar nicht so viel. Viermal das mittlere PVA ist mit drinne. Und das Ganze hier geklippt auf 20 Meter. 20 Meter reicht. Und das schmeckt richtig. Finde ich richtig gut. Ich glaube, wenn man hier ein bisschen dickeres Setup nimmt, jetzt hätte ich so auf in Richtung, ja, vielleicht sogar 36 Kilo noch ein bisschen mehr reingehen können. Dann hätte ich den einfach jetzt hochgezogen von der Bremse und ausgebremst. Gut ist. Andererseits finde ich das ganz okay. Lassen wir ihn mal so ein bisschen schwimmen noch. Locker ausdrillen. Und gib ihm. Alter, hier kommen richtige Erinnerungen hoch, ne? Wo ich gerade hier hinten sehe, die Schilfkanten da hinten. Also es gab, und mit bis zu dem Auto und solche. Also hier gibt es einfach Stellen. Also ist der Hammer.
oder gab es, inwieweit das hier noch aktiv ist. Ich bin einfach auch viel zu selten hier. Ich mache auch gleich nochmal die Map auf, damit man genau sieht, wo wir hier eigentlich sind. Koordinatenmäßig sieht man ja schon ungefähr. Aber ja, Achtuba ist halt groß und normalerweise fahre ich auch ungern so lange mit dem Boot. So, Alter, nun ist aber mal genug hier. Die Wildkarpfen, was die Power haben. Der hat wahrscheinlich gar nicht mal so viel an Gewicht, aber einfach Kraft und mit der Strömung und allem. Mann, 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 nun so reicht's aber. Vielleicht hat er 15 Kilo oder sowas. Macht er hier einen auf dicke Hose. Ist halt ein ganz anderes Dingen, wenn man, also jetzt hier Tagara auch im Vergleich dann zur Venga, wirklich deutlich zu spüren, der Unterschied. Gerade bei solchen Sachen, ne? Also ob man da jetzt um die 30 Kilo oder 26 Kilo hat, da merkt man dann tatsächlich schon, ne? Krasser Scheiß. Aber es funktioniert, das ist halt das Coole, hier passt wahnsinnig viel Schnur drauf. Entspannte Monoschnur, das ist halt immer richtig gut. So. Nee, nicht so. Er haut einfach wieder ab. Junge, mach fertig, die anderen wollen auch raus. Gib Gummi, Alten. Schon mal vor, da auf der anderen wäre vielleicht noch eine Aralbarbe. So, jetzt drehen wir mal langsam hoch. Bisschen Speck haben wir noch. Bisschen können wir noch schmieren hier. So. Bis in den roten Bereich. Sieht man schon. Ja, die dicke Flosse da hinten. Alter, nicht, dass das ein Stör ist oder sowas, ne? Nee. Ich meine, von den Ködern her kann durchaus passieren. Wir sind sehr fischig hier unterwegs. Ich glaube, man kennt das. Jeder, der schon mal auf Aralbarbe aus war, es ist die klassische Kombination, Köderkombi für die Aralbarbe. Wie gesagt, gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Too Cool For You meinte gerade auch noch oder hatte noch geschrieben, Krabbe und Fisch als Pellet bzw. Boilie kann man auch nehmen. Geht bestimmt auch. Ja, es kühlt aber nur langsam. So. Alter, nicht dein Ernst. Nun langt es aber hier mal jetzt. Ist halt das Schlimme, ne? Wenn man weiß, dass der gar nicht so groß ist. Guck mal hier. Wenn man weiß, dass er gar nicht so riesig ist. Und dann macht er immer so Terz, dann ist das halt so ein bisschen wenig befriedigend, ne? Das ist halt so ein Feeling, als ob du hier stehst mit so einer HSV oder sowas und du denkst dir, boah, geil, Alter, der zieht aber ab. Und dann ist halt einfach ein 10-Kilo-Fisch. Dann ist das zwar geil, weil auch die 10-Kilo-Wildkarpfen, die bringen halt auch schon ganz gut Kohle. Aber richtig effektiv ist halt anders, ne? Alter. Da geht man doch mit einem kleineren Setup vielleicht lieber auf Büffelfisch, die so 15 Kilo schwer werden. Aber nicht auf so Brocken, die 30 und 40 Kilo schwer werden und richtig eskalieren können. Überleg mal, auch Marmorkarpfen, auch anders, ganz anders wild. Ganz, ganz anders wild. So. Schön, schön, schön. Aber, Alter, die anderen Routen auch schon fix und foxy. So Mook, wie der hat hier. So soll das auch sein. So, jetzt aber hier. Muss aber, komm, vor die Schnauze ziehen. Nach vorlaufen. Dahin ziehen, wo er hinschwimmt. Nochmal ein bisschen ran. Nochmal ein bisschen ran. Und jetzt Kescher raus. Und rechte Maustaste. Spam, bam, bam, bam. Ja. Guck dir da an, nur 12. Alter, nur 12. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Bremse 1% Verschleiß nur. Quasi mit voller Bremskraft. Ist das der Hammer? Aber was die abgehen, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Nochmal raus hier zum Auto.
Halt, hatte ich hier das Blei eigentlich getauscht? Ich wollte hier auf das, ja, Wirbelblei ist dran. Zack, und nochmal wieder raus. 20 Meter. So, ich glaube, er war als erstes hier. Aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, wenn es hier so abgeht. So soll das doch auch sein. Wildkarpfen, jetzt kommen die Lütten hier, oder was? Ich mache mal hier jetzt schon mal das Futter runter. Ich mache das hier mal runter. Ich glaube, wir sind so langsam auch, also es reicht so für das Erste, ne? Dann warten wir nochmal ein bisschen ab. So, hat ja auch, wie gesagt, ohne schon ganz gut funktioniert. Da sind ja die ersten reingegangen. Oh, siehst du? Und dann wirst du hier angemacht von so zwei Kleinen, die die ganze Zeit Theater machen und du denkst, scheiße, auf den beiden anderen Routen, da geht's auch ab. Und dann geht's da nicht mal ab. Auch runter, hier nochmal das Wirbelblei. Hier habe ich 1-0er Haken drauf. Auf der ersten Route hier links ist ein 1er Haken drauf. Auch gar nicht mal so riesig. Würde ich jetzt speziell auf Wildkarpfen gehen, würde ich, glaube ich, einen 1-0er, 2-0er Haken nehmen. Ja, 1-0er, 2-0er Haken. Ist halt ein bisschen übertrieben, aber ja, Wildkarpfen können halt auch übertrieben sein. Also da kann man ruhig mal, ne, wenn da so ein 40er reingeht, kann man auch mal mit einem großen Haken da dran. So hier gerade die Kombi. 14er, 15er, Pellets und Boilies. Ganz klassisch eben auch für die Aralbarbe mit Flusskrebs. Das Ganze jetzt ja hier gerade auch nochmal, auch wieder 14er, 15er. Wie gesagt, hier auch halt die Möglichkeit, Krabbe und Fisch gibt es auch. Kann man auch einfach mal mit dran machen. Hier gerade ein 1er oder ein 1-0er Haken jetzt. Hier nochmal 1-0er Haken. Und natürlich auch noch eine frisch zusammengetüttelte Futtermische. PVA natürlich auch. Gucken wir mal rein. Leinsamen als Basis. Fluss, Krebs, Crab Feed Pellet. Dann King's Crab, die Königskrabbe und die Muschel. Ne? Und das Ganze hier mit Krebssoße. Rein damit und raus damit. Ab ins PVA und gib ihm. So mog wie dat. Wildkarpfen, die haben ja auch Bock gerne in der Nacht. Und ja, halt in den Morgenstunden. Ich denke, dass jetzt so langsam hier vielleicht bei den Wildkarpfen vielleicht eher vorbei ist. Vielleicht geht da auch gar nichts mehr. Oder halt nur so ein paar kleine. Kann man halt ein paar Fischfetzen noch draus machen. Aber das sieht doch jetzt schon mal so gar nicht so schlecht aus. Noch keine Aralbarbe. Da vermute ich allerdings auch, dass es vielleicht eher Beifang ist. Eine Überlegung wäre es natürlich, wenn man das vielleicht ein bisschen umgehen will, vielleicht einfach mal einen Tauwurm reinzuballern. Auch durchaus eine Option. Vielleicht teste ich das gleich in der nächsten Nacht. Wäre halt durchaus eine Option. Ich habe noch nicht die Map gezeigt. Jetzt aber. Da. Da sind wir. Also man muss tatsächlich hier mit dem Boot runterbrettern, hier rum. Entweder rennt man halt oder legt hier direkt an dem Schniepi hier an. Zack, fährt hier nur auf die Kante und rennt das ganze Stück. Oder man fährt hier die ganze Zeit schön la Paloma, hohe, ewig lang rum und rennt dann hier kurz ein Stück. Ne? Also ich bin diesmal bin ich gefahren. Normalerweise renne ich aber auch. Oder man rennt hier, fährt hier hin, ne? Bis hier hin, geradeaus durch. Hier kann man auch anlegen. Da ist so ein toter Baum. Zack. Und dann eben rumrennen. Geht auch. So. Ich glaube, wir haben alle Daten und Fakten. Es zubbelt ein bisschen los. Jetzt heißt es warten, sitzen und hoffen auf die dicken Brocken. Kohle machen kann man hier wirklich gut und weil das so ist, werde ich tatsächlich jetzt hier deutlich länger noch sitzen bleiben, so halb AFK während des Videoschneidens und so weiter. Und dann gucken wir mal, was da noch so reingeht. Ich bin sehr gespannt, also ich werde das jetzt ausnutzen, dass ich halt jetzt hier so weit unten bin. Das heißt, ich werde auch erstmal längere Zeit nicht zurückgehen. Von daher, Petri, ihr Lümmels, zieh schon mal raus die Brocken, wenn es dir geholfen hat. Zack, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.